Alemannia über Kühnel, der Torhüter ist weit raus, Hölscher, das Tor ist frei, Feysulau mit dem Tor, ein Fallrückzieher, weil Hölscher weit draußen ist, Feysulau mit einem Traumtor, immer gegen Wiedenbrück macht er solche Dinger, mehr gibt Feysulau, Fallrückzieher und der Ball geht durch drei Leute durch und das Glück hat er dann zurecht, wenn er akrobatisch was probiert und dann steht es 1:0 für Alemannia Aachen in der 37. Minute. Wieder in der Mitte der Ball gewonnen bei Azawagi. Der spielt auf Feysulau. Der wiederum auf Mikkels. Schönes Dreieck. Mikkels geht den Ball mit dem Ball aber wieder in die Mitte, statt mal rauszugehen. Mehr Platz ist. Mikkels mit dem Schuss aus der zweiten Reihe. Mikkels mit dem Tor. Und er macht hier noch so ein Wahnsinnstor. Lance Mikkels wird stolz auf dich sein, Slade. Slade Mikkels macht es. Sein Bruder hier am Tivoli hat schon schöne Tore erzielt. Aber dieser Slade macht es ebenso mit einem Kracher. Und Wiedenbrück wird sich denken, so einfach ist Tore schießen. Die haben hier 5, 6 Hochkaräter. Völlig egal. Am Ende ist es Alemannia, die hier zweimal aufs Tor schießt. Die Alemannia braucht nichts mehr machen. Die Wiedenbrücker wollen nicht mehr. Glauben auch nicht mehr wirklich an die Wende. Und die Alemannia kommt nochmal über Azawagi. Der legt rechts raus zu Kühnel. Der schießt drauf und der trifft auch bei Kühnel. Heute gelingt hier einfach alles. 3:0 für Schwarz-Gelb. Und wieder ist es so ein Ding, wo man eigentlich sagt, Junge, nimm den Ball noch an und flank oder geh irgendwie noch ein paar Meter weiter. Aber der hat da gesehen, dass der Ball gut liegt. Der Querpass von Azawagi auf rechts zu Kühnel und der trocken ins lange Eck.